Am Sonntag fällt der Startschuss zum 10. Volksbank-Münster-Marathon. Der Münsteraner Läufer Steffen Schnieders hat im Februar einen Ermüdungsbruch erlitten und kann beim Jubiläumsmarathon nur zuschauen. Bitter, denn im letzten Jahr lief es für Schnieders richtig gut. Schnellster deutscher Mann beim 9. Münstermarathon, Steffen Schnieders aus Münster, Zeit 2:30 und 42. 2 Stunden 30 Minuten und den Titel als bester deutscher Läufer gewonnen. Die Gefühlslage beim verletzten Münsteraner vor seinem Heimmarathon verständlich. Ja, schon sehr enttäuscht. Also Anfang des Jahres war ich schon in guter Form und wenn ich die hätte halten können jetzt über den Sommer, dann wäre ich bestimmt in der Lage gewesen, unter 2:30 zu laufen. Darum ärgere ich mich schon sehr. Und Münster ist immer ein schöner Marathon, hier laufe ich immer gern. Hier bin ich die letzten Jahre immer gelaufen, habe mich immer noch gesteigert in meiner Bestzeit. Und darum ist es schon schade. Das Besondere am Marathon in seiner Heimatstadt, die abwechslungsreiche Streckenführung. Man hat Passagen in der Stadt und genauso das Ländliche des Münsterlands. Ja, es ist alles dabei halt. Ne? Man läuft durch kleinere Orte oder durch kleinere Vororte von Münster. Da ist, wenn man jetzt schon mehrere Jahre hier gelaufen ist, man sieht oft die gleichen Gesichter, wie sie sich da einen schönen Tag machen an der Strecke mit Gartenstuhl. Manche schmeißen den Grill noch an. Also man erlebt wirklich vieles und das ist eigentlich auch ganz schön. Also man ist nicht nur in so einer Menschenmenge. Worauf es in der Vorbereitung ankommt, weiß Schnieders natürlich ganz genau. Das Körperliche ist die Basis, aber da gibt es auch mehr. Es ist so, die ersten 30 Kilometer laufen eigentlich immer ganz gut und dann wird es langsam hart. So ab 35, das ist immer so ein Punkt, wo man sagt, oder wo ich sage, der fällt mir fast am schwersten. Dann tut einfach alles weh und es sind noch 7 Kilometer bis zum Ziel. Das ist dann doch noch eine Ecke. Körperlich sollte man natürlich erstmal fit sein, sonst ist es schon leichtsinnig, so einen Marathon zu laufen. Es sind ja immerhin über 42 Kilometer. Da sollte man sich schon sicher sein, dass man die schafft. Und natürlich muss man auch vom Kopf her auch natürlich stark sein, weil man hat viel Zeit unterwegs, je nachdem, wie schnell man läuft. Also ich bin auch schon mal länger gelaufen, das heißt nicht 2,5 Stunden, sondern war auch fast 4 Stunden unterwegs bei meinen ersten Marathonläufen. Und da hat man schon viel Zeit, sich Gedanken über alles andere zu machen. Und man sollte halt vom Kopf her auch mental gut drauf sein. Am Sonntag heißt es für den Münsteraner also Beine stillhalten. Aber 2012 heißt es für Schnieders hoffentlich wieder angreifen.